Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Heute geht's zur Auflösung des großen Gewinnspiels zum 4000er Abo-Spezial. Hier sind die Gewinner. Viel Spaß! Ja, zunächst einmal vielen Dank fürs Zusehen, für die unzähligen Kommentare, Glückwünsche und ganz, ganz vielen netten Bemerkungen. Da haben wir uns zu dritt alle super drüber gefreut. Es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht, so eure Fragen zu beantworten, da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, das ein oder andere von uns preiszugeben. Bisher habe ich das meistens ja nur ich alleine gemacht. Jetzt waren Tim und Carina auch mit dabei. Ich denke mir, das ist auch nochmal schön, eben die anderen des Teams dann auch sozusagen kennenzulernen. Wir hatten zwei Videos mit insgesamt 5 Fragen, also ganz vielen Fragen von euch, aber 5 Fragen, die wir auch an euch gestellt haben. Und ich gehe jetzt mal so die 5 Fragen durch, löse die auch so ein bisschen auf und gebe auch dann den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Zunächst einmal ging es um die Spielerfarbe. Auch immer ein spannendes Thema bei mir selber in der Spielerunde. Ich selber bin Blauspieler. Das klappt aber nicht immer. Habe eine Donnerstagsrunde, da ist dann der Hausherr mit der Farbe Blau ausgestattet. Da muss ich dann leider den Kürzeren treten. Und was ich spannend fand, das geht mir dann ähnlich, dieses sogenannte Fremdeln. Oder mit einer Farbe spielen, die man dann sonst normalerweise nicht spielt und man denkt dann auf einmal dann doch wieder in Blau. Das geht nicht nur mir so, sondern auch dem einen oder anderen von euch. Sehr lustig fand ich übrigens auch die Bemerkung, ich bin das Eichhörnchen, wenn ich Everdell spiele und dass man halt auch nach Stimmung seine Spielerfarbe bestimmt. Einer von euch hatte, glaube ich, noch geschrieben, seit dem ersten Mensch ärgere dich nicht, was, glaube ich, 45 Jahre etwa zurückliegt, die Farbe rot, wenn ich es nicht falsch gesehen habe. Und dass es sogenannte Hassfarben auch gibt. Hier war dann die blaue Farbe ebenfalls genannt, die man auf gar keinen Fall eben halt spielen möchte. Und dass es auch feste Farben in Spielgruppen gibt, da gibt es dann gar keinen Stress. Ja, auf Platz 1 mit ziemlich deutlichem Abstand war die Farbe Grün, wurde 33 Mal genannt, dann Blau mit 21 Mal, dahinter dann Rot mit 15, Gelb mit 13 und spannenderweise Lila mit 11, teilweise in Kombination mit Pink genannt, was 4-mal genannt worden ist, würde ich etwa auf gleich stark dann einsortieren. Ein paar Leuten war es aber auch total egal, denen ging es dann darum, erstmal zu spielen und jetzt sich nicht um die Spielerfarbe zu streiten. Gewinnen konntet ihr ein Beer and Bread und Rote Kathedrale und Smara A hat gewonnen. Bitte setzt dich doch mit mir in Verbindung über kontakt@brettspielbox.de. Dann können wir das Ganze noch hoffentlich in der nächsten Woche abwickeln. Und das wäre schon mal an der Stelle toll. Dann haben wir über Anleitung so ein bisschen philosophiert. Das ist ja auch immer ein spannendes Thema. Zum einen, wer bereitet sich auf das Spiel vor? Wer liest die Anleitung? Sehr lustig fand ich. Ich habe da meinen Stefan. Das ist mein sozusagen Lieblingsspiel, weil der bereitet dann wohl alles vor. Vielleicht ist das Synonym demnächst dafür, dass wir alle unseren Stefan haben, der hoffentlich dann die Video oder die Regel dann dementsprechend dann vorbereitet. Das gab es auch ein paar Mal. Also war nicht nur einmal, dass in Anführungszeichen der Stefan genannt worden ist, sondern eben halt mehrfach. Was häufiger auch genannt worden ist, ist Video, dass man sich die Anleitung teilweise gar nicht mehr anschaut, sondern da seine speziellen Kanäle hat, wo man dann eben halt Anleitungsvideos sich anschaut und das reicht dann an der Stelle schon. Nichtsdestotrotz wurden aber auch ein paar Spiele genannt, aber wir haben da eine Vielzahl von Spielen, die da genannt worden sind. Aber eben halt auch Verlage und so ein paar Kategorien, was für euch im Rahmen einer Spielanleitung auch wichtig ist. Zunächst einmal auf die Spiele, die zumindest mehrfach genannt worden sind. Anak wurde dort genannt, Klonk, Gloomhaven, Pranken des Löwen hier explizit, Andor, Robin Hood, weil es ist so
kampagnenbasierte, in das Spiel hineinkommende Spielanleitung ist. Arla Erde, Arche Nova, Aeon's End und die Quacksalber wurden mehrfach genannt. Dazu noch die Verlage Frosted Games, Check Games Edition und Alea, wo man eben halt auch gesagt hat, ja, die machen da besonders gute Anleitungen. Und was war für euch halt an der Stelle nochmal wichtig? Zum einen, dass es eine gute Gliederung der Anleitung ist, dass eben halt aussagekräftige Illustrationen mit Beispielen, also dass man eben bestimmte Sachen in der Anleitung auch im Rahmen eines Beispiels nachvollziehen kann. Sogenannte Einstiegsszenarien, um in ein Spiel hineinzukommen, passiert immer mal wieder häufiger, insbesondere wenn es kampagnenbasierte Sachen sind. Die sollten so ein bisschen lustig sein, also auch mal hier und da einen kleinen Gimmick enthalten. Ihr fandet halt auch Hintergrundinfos super, wenn halt so ein Spiel eben halt nochmal Informationen rund um das ganze Setting dort umfasst, dass es halt eine Zusammenfassung gibt, sodass ich halt auch zum einen schneller wieder ins Spiel hineinkomme, wenn ich es halt schon eine längere Zeit im Schrank stehen habe, aber wo ich halt auch nochmal so eine Gliederung auch während des Spiels für mich habe. Kurz und knackig auf den Punkt sollte sie bleiben und ja, vor allen Dingen eine ziemlich eindeutige Klarheit, also dass beispielsweise man seitens des Verlags auch darüber nachdenkt, okay, was könnte es gegebenenfalls für Regelunklarheiten geben, und darauf gebe ich dann halt schon mal im Vorhinein Antworten, also dass diese Fragen erst gar nicht entstehen. Hierbei konntet ihr die Kartografin und Hanimikochi gewinnen und Tobak Starker hat an der Stelle gewonnen. Das gleiche gilt auch hier, kontakt@brettspielbox.de. Setzt dich doch bitte gerne mit mir in Verbindung. Ja, und wir haben, glaube ich, im Rahmen des nächsten Themas, wo es darum ging, was tue ich halt, um mein Hobby noch ein bisschen anzureichern, also das Thema Brettspieltisch ja gefragt, oder aber eben halt auch Zubehör drumherum. Ich glaube, eine Tokenschale, solche Sachen, das ist mittlerweile sehr, sehr wichtig. Inlays wurden genannt, Sleeves wurden genannt und natürlich ist das Thema Brettspieltisch schon ein sehr, sehr spannendes Thema. Es klang aber so raus, dass nicht jeder eben halt einen Brettspieltisch hat, was aber dann doch sehr dick auf der Liste steht. Dem einen ist es noch zu teuer, es gibt ein paar Leute, denen ist aber auch nicht wichtig genug. Viele haben auch gesagt, naja, es ist auch ein Platzthema, weil diese großen Möbel halt auch doch einiges dann an Platz in Anspruch nehmen. Und aber es ist halt zumindest irgendwo auf der Agenda, also man hat so das Gefühl, ja, ich habe ein schönes Spiel und wenn ich ein Lieblingsspiel habe oder ein besonderes Spiel, dann versuche ich das eben halt auch nochmal so ein bisschen aufzupimpen, anzureichern. Teilweise bastelt ihr halt auch selbst, habt ihr beschrieben. Ich fand also auch die einfache Lösung, Dessertschalen zu nehmen, um die Gegenstände, Tokens, Ressourcen etc. dann aufzubewahren und eine einfarbige Tischdecke drunter zu legen, um eben halt möglichst kontrastreichen Untergrund zu haben. Also es gibt da sicherlich auch sehr, sehr einfache, angenehme Möglichkeiten, das eben halt auch kostengünstig am Ende zu gestalten. Und in dem Zuge kamen wir natürlich dann darauf, hör mal, wer der hämmert, mit Tim, der Heimwerkerkönig. Ich bin echt happy, dass wir so eine bunte Mischung an Zusehern und Zusehenden dort haben. Teile kannten es jetzt nicht, aber es kannten sehr, sehr viele auch. Und ich werde das dem Tim und auch der Carina nochmal ans Herz legen, ja, sich diese Sendung nochmal anzugucken. Tooltime oder Tim der Heimwerkerkönig mit L. Das ist ja so ein Stück weit meine Jugend gewesen, gehört eigentlich dazu, dass man das kennt. Naja. Also, hier bei der Frage 3 gab es die Würfelhelden zu gewinnen und ein Inside-Job, kann meine Schrift mal wieder nicht lesen, und die Svenja82 hat gewonnen. Das gleiche auch hier, kontakt@brettspielbox.de. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Dann waren wir im Video Nummer 2. Achso, lustigerweise hatte noch der Thomas irgendwo geschrieben, den Würfelturm so weit aufzumotzen, dass der Würfel in 0,2 Sekunden herauskommt. Das fand ich auch sehr lustig. Vielen Dank für die nette Anregung. Dann waren wir im Video 2.
mit den weiteren Fragen. Und hier unter Hashtag 4 haben wir gefragt, was sind denn so eure Liebling- oder was ist euer Lieblingsspiel aus den BGG Top 100? Gar nicht so einfach zu beantworten. Und ja, also da wurden sehr viele Spiele genannt. Im Nachhinein kristallisierten sich dann so ein paar heraus, die so 4, 5, 6 Stimmen bekommen haben. Arch Nova war dann am Ende ja das am meistgenannte Spiel. Flügelschlag gehört sicherlich auch dazu. Great Western Trail, Dune Imperium, die verlorenen Ruinen von Arnak sollte man sicherlich nicht unter den Tisch fallen, genauso wie Terraforming Mars und Viticulture. Das waren so die Spiele, die bei euch, Spirit Island war glaube ich auch noch ein paar Mal mehr genannt, und Everdale, die am häufigsten genannt worden sind. Ja, vielen Dank dafür. Und gewonnen hat an dieser Stelle Nathanael Reed, nämlich das Zwerger. Und wir haben dann ganz zum Schluss nochmal darüber gesprochen, weil es auch eine Frage von euch war, mit welchem Spiel seid ihr denn so in das Hobby hineingekommen? Und ich glaube, so wie bei mir auch, muss man da wahrscheinlich so zwei verschiedene Phasen unterscheiden. Einmal die der Kindheit, wo man häufig gespielt hat, auch mit den Eltern oder mit Freunden. Dann gab es bei mir ja auch eine längere Durststrecke, wo ich halt eine Zeit lang nicht gespielt habe. Und dann hat man irgendwann wieder zum Hobby gefunden. Und wenn man einmal diesen Virus, diesen positiven Virus in sich aufgenommen hat, dann kommt man da ja meistens auch nicht heraus. Ja, und ganz, ganz häufig an dieser Stelle wurde Catan genannt. Egal in welcher Konstellation, ob es das Zweier war, ob es mit Erweiterung, ohne Erweiterung. Und man darf sicherlich an dieser Stelle eben nochmal an Klaus Teuber erinnern, der eben mit Catan gerade so in dieser Bandbreite, in dieser Generation, in der ich mich befinde oder auch noch gleich darunter, doch eine Menge dafür getan hat, eben Leute ja an den Spieltisch zu holen, was halt bis heute noch immer nachhallt. Also Catan ist das mit am Abstand häufigst genannteste Spiel. Und das fand ich halt auch extrem spannend. Es waren aber auch ein paar Spiele darunter, wo Cascadia beispielsweise genannt worden ist, also noch gar nicht so lang. Was ich halt auch sehr schön finde, dass eben halt ja, einige bei euch darunter sind, die noch gar nicht so lange in dem Hobby sind. Und ich finde es echt toll, dass ihr eben halt ja in dieses wunderschöne Hobby gefunden habt und kann euch nur die Daumen drücken, dass ihr dann da hoffentlich auch am Ball bleibt. Ebenfalls sehr häufig genannt worden sind Dominion, ein Spiel, was ich halt auch noch so aus meiner Catan-Zeit kenne, aus diesen Anfängen des Spielens haben wir sehr häufig Dominion gespielt und so das Deckbuilding kennengelernt. Terra Mystica wurde häufiger genannt, Carcassonne darf natürlich bei sowas, bei so einer Liste natürlich auch nicht fehlen, Agricola und ja, dann waren so ein paar mit so noch so drei oder zwei Nennungen, Flügelschlag oder Pandemie, Kingdom Builder und ja, natürlich aus der ganz früheren Zeit sowas wie Sagerland oder auch Canasta hat viele eben halt, das ist so meine Phase mit meinen Eltern, wir haben sehr viel im Urlaub Canasta gespielt, also Canasta sogar lieber als Rommé und ja, dementsprechend habe ich auch immer Lust gehabt, ein Brett- oder Kartenspiel auch auszupacken. Ja, und achso, hier gibt es natürlich auch noch einen Gewinner für das Cthulhu Death May Die oder eine Gewinnerin vielmehr, die Julia Boten mit TH hat gewonnen. Auch bitte an dich der Wunsch, schreib doch bitte an kontakt@brettspielbox.de und setz dich mit mir in Verbindung, damit wir die Übergabe des Spiels machen können. Ja, es tut mir leid, es haben wahnsinnig viele mitgemacht. Ich kann halt auch immer nur eine begrenzte Anzahl an Spielen verlosen. Alle, die gerne weiter gewinnen wollen, kann ich auf die Kolumne aufmerksam machen. Die gibt es in der Regel immer dienstags oder mittwochs. Und ich werde sicherlich auch in der nahen Zukunft, hier sind wieder so ein paar Spiele, die ich auch weiter verlosen werde, also auch weitere Verlosungen dann mit einstreuen. Ja, also mir hat es viel Spaß gemacht, die Fragen zu beantworten. Vielen Dank auch für ganz, ganz, ganz liebe Zeilen, die ihr geschrieben habt, die welche Mühe ihr euch dann wieder gemacht habt. Und ja, es kann halt dementsprechend leider nur 5 Siegende geben. Und beim nächsten Mal habt ihr dann das Glück und seid dann vielleicht wieder dabei. Und da drücke ich euch auch die Daumen.
Ansonsten wünsche ich euch einen guten Wochenstart. Am Dienstag gibt es wieder eine neue Kolumne, am Freitag dann die News und ja, am kommenden Wochenende bin ich dann schon wieder in Berlin. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen von euch dann dort vor Ort. Macht's gut, bis dann. Ciao, euer Christoph.